Gäste, im Namen des Kommunalpolitischen Forums begrüße ich Sie zur Infoveranstaltung Welche Straßen und Wege bleiben in Sachsen öffentlich? Mein Name ist Lars Kleber, ich sitze im Vorstand vom Kommunalpolitischen Forum, ein kleiner Verein, der sich mit Kommunalpolitik und Weiterbildung beschäftigt. Wir haben schon ein paar Infosachen mitgebracht. Sie haben bestimmt auch im Vorfeld mal sich auf unsere Homepage geschaut. Und vor ca. 4 Monaten erreicht uns eine E-Mail zum Thema, welche Straßen und Wege bleiben denn in Sachsen noch öffentlich. Und wir haben bei uns beraten im Büro und haben gesagt, könnte das denn jemanden interessieren? Uns erreichen viele E-Mails und haben so ein bisschen rumtelefoniert und gemerkt, offensichtlich gibt es ein großes Interesse und das berührt und betrifft ein paar Vereine und im Endeffekt sind wir darauf gekommen, das betrifft ja alle Gemeinden in Sachsen und der Raum ist ziemlich voll. Und weil es so viele Vereine und Verbände betrifft, haben wir ein breites, großes Podium. Es ist mehr geworden, als auf unserer Einladungskarte stand. Wir haben das immer von unserer Homepage nochmal erweitert. Und wir als Verein freuen uns, dass heute Abend hier Susanne Kröner, die Landesgeschäftsführerin vom Landesverband Pferdesport Sachsen, anwesend ist, Kerstin Heine und Steffen Stott vom Verband der Freizeitreiter und Freizeitfahrer. Zu meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen links, sitzt Konrad Krause, der Landesgeschäftsführer vom ADFC Sachsen, vom Fahrradverein. Ganz außen als landwirtschaftlicher Sachverständiger Daniel Menges, daneben Uta Gensichen vom Fachverband Fußverkehr oder Fuß e.V. Wir werden selber gerne noch mal was dazu auch sagen können. Fußgänger sind wir alle. Und zu meiner Linken eine Person, die Flurbereinigung als Hobby betreibt, habe ich vorhin noch mal so ein bisschen abgestimmt, Ivo Partschefeld vom Verein Sachsens Wege, mit seiner Homepage, die wir auch mit verschickt haben, die ja auch einen gewissen Anteil an dieser Veranstaltung heute Abend hier haben. Bevor ich Ihnen nicht das Mikro, sondern das Wort gebe, ein kleiner Hinweis noch, wir zeichnen diese Veranstaltung auf. Hier gibt es eine Kamera, dort gibt es eine Kamera, zur Nachnutzung bei YouTube. Für alle Leute, die gerne mit dem Hinterkopf gefilmt werden möchten, mit auftauchen. Das ist so ein bisschen diese Einflugschneise hier, aber für Sie nur der Hinterkopf. Wir sind frontal drauf, es gibt keine Schwenkposition oder sowas. Dann übergebe ich gerne an Sie. Ja. Eins, zwei, drei. Schönen guten Abend, mein Name ist Partschefeld. Hat es schon richtig angedeutet, ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht. Und als Flurbereiniger im Landratsamt habe ich auch viel mit Wegen zu tun, weil die wichtigste Aufgabe eines Flurbereinigers in einem Flurbereinigungsverfahren ist, dass wir alle Grundstücke rechtlich erschließen müssen. Und daher haben wir mit einigen Mitgliedern unseres Vereines oder Bekannten, sage ich mal, hat man den Verein gegründet, weil wir erkannt haben, ausschlaggebender Punkt oder Person ist da Herr Menges gewesen, haben wir erkannt, dass es möglicherweise Probleme ab dem Jahr 2023 geht. Ich würde jetzt anhand der PowerPoint-Präsentation mal durchgehen. Der Verein, um wen kümmert er sich? Es geht, wie Sie schon sehen, um verschiedenste Interessengruppen und jeder, der hier ist, kann sich mit Sicherheit einer Interessengruppe zugeordnet fühlen. Die öffentlichen Wege, die jetzt noch bestehen, die sind notwendig, sind über die letzten Jahrhunderte entstanden und gehören allgemein für jeden zur Daseinsvorsorge, die Gemeinden und Städte zu unterhalten haben. Wir haben im letzten Jahr eine Änderung des Sächsischen Straßengesetzes bekommen. Ich möchte von unten beginnen. Ab dem Jahr 2023, es sind verschiedenste Fristen aufgeführt, werden alle öffentlichen Wege, die jetzt noch nicht in den Straßenbestandsverzeichnissen der
jeweiligen Gemeinde oder Städte stehen, werden automatisch Privatwege. Man nennt das, ich habe es in Klammern geschrieben, die negative Publizität und drunter auch nochmal immer der Verweis zum jeweiligen Paragraphen. Eine wichtige Frist, die dieses Jahr bereits abläuft, ist die sogenannte Mitteilungsfrist, die bedeutet, dass jeder Bürger, der in Klammern geschrieben ein berechtigtes Interesse hat, das der Gemeinde mitteilen soll und kann, damit die Wege dann auch in die Bestandsverzeichnisse bis Ende 2022 eingetragen werden. Das Fristende, das ist der erste Punkt für die Hinweispflicht der Gemeinden und Städte, die war Ende Juni. Und wie das aussehen kann, sehen Sie oben rechts für die Stadt Chemnitz, wie mitgeteilt wurde. Manche haben das ein bisschen ausführlicher gemacht, manche ein bisschen kleiner, wie hier zum Beispiel in Chemnitz. Und das ist die Information für die Bürger, dass sich was ändert, um später, dass die negative Publizität ab 2023 zustande kommt. Der Kommunalpolitische Verein hat ja eingeladen und hat runtergeschrieben, dieses Stichwort berechtigtes Interesse. Das möchte ich auch noch mal ganz kurz angehen und darlegen. Im Sächsischen Straßengesetz steht ja drin, wer ein berechtigtes Interesse hat, kann bis Ende des Jahres die Wege melden. Und die Gemeinden können dann entscheiden, ob es eingetragen wird. Berechtigtes Interesse, der Rechtsbegriff wird auch in der Straßenbestandsverzeichnisverordnung geführt, wo gesagt wird, dass eigentlich vom Grundsatz her nur jemand, der ein berechtigtes Interesse hat, in die Straßenbestandsverzeichnisse einsehen kann. In der Gesetzesbegründung wird explizit auch nochmal verwiesen, warum es was ein berechtigtes Interesse gibt. Und hier wird ausdrücklich ausgeschlossen, dass es kein Jedermann-Interesse gibt. Aus unserer Sicht, mit vielen, denen ich gesprochen habe, können wir das zumindest nicht nachvollziehen. Weil eine öffentliche Straße ist ja gerade für die Öffentlichkeit da und die Öffentlichkeit sollte sich informieren können, welche Straßen tatsächlich gewidmet sind. Deswegen haben wir hier ein großes Problem, wie das zumindest in das Straßengesetz eingearbeitet wurde. Um mal grob darzustellen, haben wir hier in Sachsen die gesamten Wege drin, die es in Sachsen gibt. Ne? Also man könnte ranzoomen, dann sieht man das natürlich ein bisschen besser. Das sind um die 120.000 Kilometer. Davon wiederum 40.000 Kilometer, das sind Bundesstraßen, Bundesautobahnen, Staatsstraßen, Ortsstraßen, Gemeindeverbindungsstraßen, also die großen Straßen, wo wirklich in den letzten Jahren natürlich auch sehr viel passiert ist und auch in die Straßenbestandsverzeichnisse eingetragen wurden. 80.000 Kilometer, also sind die niederrangigen Straßen, sage ich jetzt einfach mal, wo sich darunter natürlich auch Privatwege befinden. Die Hälfte, das ist eine konservative Schätzung, sind ungefähr öffentliche Wege und Straßen und geschätzt sind um die 10.000 Kilometer Wege und Straßen, die öffentlich sind, aber noch nicht in den Straßenbestandsverzeichnissen stehen. Deswegen unten drunter nochmal dargestellt, grob, also die 10% dürfen Sie nicht so als feste Zahl sehen, haben wir ein Problem, wenn öffentliche Straßen, die jetzt öffentliche Straßen sind, im nächsten Jahr im Jahr 2023 wegfallen und dadurch Probleme entstehen könnten. Was können denn überhaupt für Probleme ab 2023 entstehen? Wenn Sie im Internet einfach mal schauen oder sich einfach mal gesperrte Privatwege das Internet durchforsten, finden Sie das auf vielen Seiten, Presseartikeln, dass wir dann eben ab 2023 Privatwege haben und dann es zu Sperrungen kommt. Rechter Hand sind ein paar Bilder, die sowas verdeutlichen. Die Eigentümer können Nichtnutzungsentschädigungen dann fordern für die Überfahrten. Es bedarf dann Grunddienstbarkeiten, die eingetragen werden müssen in die jeweiligen Grundbücher
Und eben diese Sperrungen, Rückbaumaßnahmen. Und wo dann natürlich das Hauptproblem ist, weil die Land- und Forstwirtschaft, die Felder und die Wälder werden natürlich unterhalten. Wir haben eine Kulturlandschaft, dass dann verschiedenste Nutzer, die Umwege notwendig werden, um an ihre Felder oder Wälder zu kommen. Oder es müssen gar Notwegerechte dann eingeklagt werden. Wenn Wege nicht in den Bestandsverzeichnissen drin stehen und die Gemeinden überlegen sich dann irgendwann einen Ausbau vorzunehmen, sei es, weil ein Radweg entstehen soll oder weil ein überörtlicher Weg die Land- und Forstwirtschaft unterstützen soll, ist das nicht mehr möglich, sondern die Wege müssen natürlich zuerst in die Bestandsverzeichnisse aufgenommen werden und dann benötigt man die Widmung, die erst die Zustimmung der lebenden Grundstückseigentümer, die Grundstückseigentümer müssen dem zustimmen. Der Verwaltungsaufwand steigt und die Verkehrswende, die mit Sicherheit die nächsten Jahrzehnte uns beschäftigen wird, wird für Sachsen zumindest entschleunigt. Das Gesetz, wenn Sie auf unsere, also die Änderung des Gesetzes und die negative Publizität, die ab 2023 kommt, unterstützen wir voll und ganz, weil wir das vom Grundsatz her eine positive rechtliche Änderung sehen. Aber der Prozess dahin, dass die Wege, die bereits jetzt öffentlich sind, auch öffentlich bleiben, der muss begleitet werden und bedarf einer Unterstützung der Gemeinden und Kommunen. Ansonsten stiften, wie der letzte Punkt verdeutlicht, wirklich Unfrieden im Dorf. Wir haben auch hier von Gemeinden ein paar Sätzen, die da sicher auch ein Lied davon singen können, wenn jetzt plötzlich ein Privateigentümer so eine Sperrung wie auf der rechten Seite dargestellt vornehmen, dann gibt es die Beschwerden bei den Bürgermeistern, bei Abgeordneten in der Verwaltung nehmen zu, weil die Menschen vom Grundsatz her, der Bürger, diese Änderungen des Straßengesetzes nicht, sag ich mal, nachvollziehen können und eben verstehen. Was sind unsere Ziele? Ich habe es ja schon angedeutet. Also unser wichtigstes Ziel ist, dass alle öffentlichen Wege, die jetzt öffentlich sind, also es geht jetzt nicht darum, 1993 gab es öffentliche Wege, die weggekommen sind. Also die können wir nicht mehr retten, das definitiv. Aber vom Grundsatz her, die heute öffentlichen Wege sind, sollen in die Bestandsverzeichnisse eingetragen werden bis Ende 2022. Damit das passieren kann, müsste als erstes jede Gemeinde die Bestandsverzeichnisse in digitaler Form vorliegen haben, damit sich die Bürger erstmal erkundigen können, was ist überhaupt im Bestandsverzeichnis drin oder nicht. Ein normaler Eigentümer geht nicht zur Verwaltung und lässt sich die Übersichtskarte sich anschauen oder sogar die Karteikarten, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Warum sind denn die Wege überhaupt in den letzten Jahren oder seit 1993, also innerhalb der letzten 27 Jahre nicht eingetragen worden? Ich beziehe mich da im Wesentlichen auf die Wege in der Feldlage. Erstens gab es immer die Information, es gibt ja bereits die öffentlichen Wege kraft Gesetz, also braucht ja die Gemeinde vom Grundsatz her nichts zu tun. Die Wege sind ja öffentlich und die Notwendigkeit der Eintragung war bisher nicht gegeben. Und das ist der vierte Punkt, wo wir uns dann in Folge natürlich auch dafür einsetzen wollen, die Straßenlastenausgleiche gibt es für solche niederrangigen Wege nicht. Eine Gemeinde bekommt über das FAG, das Finanzausgleichsgesetz in Sachsen, um die 2.500 Euro pro Kilometer und die anderen Wege, sei es Land- und Forstwirtschaft, für die bekommt die Gemeinde nichts. Und die Unterhaltung dieser Wege hat meistens, ich sage es jetzt mal so, die LPG, bei den meisten Eigentümern ist es ja noch so in aller Munde, übernommen. Und das ist weiterhin der Fall. Dann hat der Sachsenforst für die Wälder, zumindest in den Bereichen,
die der Sachsenforst bewirtschaftet, auch die Unterhaltung übernommen. Und damit ist das so, hat das funktioniert. Zu DDR-Zeiten haben das die LPN gemacht, auch die staatlichen Forstbetriebe. Und heutzutage ist das irgendwo so schwammig und mit übernommen, obwohl es eben eine grundsätzliche Aufgabe der Gemeinde ist. Als weiteren Punkt, den wir als Ziel sehen, ist die Förderung der Wege. Sie haben am Anfang gehört, ich arbeite in der Flurbereinigung und mir ist aktuell keine Förderrichtlinie bekannt außerhalb des Flurbereinigungsverfahrens, die solche Wege für die Land- und Forstwirtschaft, die man in Klammern deswegen extra geschrieben, multifunktional verwenden kann, die gefördert werden. Also die Gemeinde hat vom Grundsatz her, wenn sie die Wege unterhalten will, muss sie das komplett aus eigener Tasche bezahlen. Für die Ziele wollen wir uns einsetzen. Jetzt möchte ich noch mal kurz, es sind ja wirklich viele von der Verwaltung da, auch mal auf das allgemeine Betretungsrecht hinausgehen. Was ist das vom Grundsatz her? Viele Argumente kommen, das allgemeine Betretungsrecht, das reicht doch vollkommen aus. Das stimmt, aber das stimmt für den Wanderer, das stimmt für den Fahrradfahrer, aber es hat nichts damit zu tun, ob der Landwirt und der Forstwirt den Weg benutzen kann. Weil wir haben das Bundesnaturschutzgesetz immer in Verbindung mit den sächsischen Gesetzen und das Bundeswaldgesetz, bedeutet das Betretungsrecht, dass man die Möglichkeit hat, nur dazu die Wege zu verwenden. Aber wenn es den Weg irgendwann nicht mehr gibt, gibt es auch die Möglichkeit, nicht mehr den Weg zu nutzen. Und wenn es zu Rückbaumaßnahmen kommt, und sei es bei einer sogenannten, ich denke, wir sind hier in einem Kreis, wo wir das sagen, Kappstraße, LPG-Straße, die verschiedenste Grundstückseigentümer kreuzen. Und ein Eigentümer sagt dann ab 2023 über mein Grundstück nicht mehr, den baue ich zurück. Man muss immer sehen, ne? Also wir wollen ja nicht den Teufel an der Wand malen und so oft kommt es mit Sicherheit auch nicht vor. Aber wenn nur ein Eigentümer sagt, er möchte das nicht, er baut das zurück, dann ist dieser gesamte Wegezug von 3, 4, 5 Kilometern eigentlich hinüber. Eine Enteignungsgrundlage für die landwirtschaftlichen Wege gibt es nicht. Daher sehen wir, dass die Öffentlichkeit, also das Betretungsrecht nicht ausreichend ist, sondern für die jetzigen öffentlichen Wege, und nur darum geht es, muss es einfach eine Eintragung der Wege geben. Also es gibt nur die Privatwege oder die öffentlichen Wege. Und dazwischen, hier im Blau dargestellt, gibt es nichts. Wie sehen denn die Bestandsverzeichnisse aus? Das ist schön, dass Sie gleich lachen. Mittlerweile haben wir mit vielen Kommunen schon gesprochen. Wir haben auch die Bestandsverzeichnisse gesehen. Wir haben auch mit den Aufsichtsbehörden bei Landratsämtern gesprochen. Und der erste Punkt wird eigentlich selbst von den eigenen Gemeinden immer wieder bestätigt. Also es ist teilweise katastrophal. Die Gründe, warum, das ist jetzt nicht negativ gemeint für diejenigen, die die Straßenbestandsverzeichnisse führen, die Gründe, warum, sag ich mal, die liegen auf der Hand, beziehungsweise habe ich ja vorhin erzählt. Also man hat alte Flurkarten genommen, topografische Karten aus den 90ern, hat mit Buntstift das eingezeichnet, Nummern rangemalt und hat dazu, das ist für die, die zumindest das jetzt nicht so wissen, das Entscheidendste für die Widmung, die öffentliche Widmung, für die Eintragung eines öffentlichen Weges ist ist die Karteikarte. Der wichtigste ist der Anfangs- und Endpunkt und der Rest ist eigentlich für das Bestandsverzeichnis relativ, sage ich mal, uninteressant. Also die Flurstücknummern müssen nicht unbedingt stimmen. Und dann gibt es dazu eben noch die Übersichtspläne und da befinden wir uns teilweise wirklich im Mittelalter, wie die angelegt sind bzw. geführt worden. Hat sich so ergeben, ist auch alles nachvollziehbar. Wir haben Wege, die enden entweder der Ortslage oder die gehen bloß bis zum Wald oder
Es wurden Wege eingezeichnet, weil ein Wegeflurstück noch vorhanden war, als DDR-Zeiten oder als Bodenreformzeiten. Da hat man den Weg eingezeichnet, obwohl in der Natur überhaupt kein Weg vorhanden ist. Und eben natürlich, das sehen wir zumindest als das Schlimmere an, Wege eben vergessen. Wie wichtige eben Feld- und Waldwege, und da rede ich im Wesentlichen von diesen Kappstraßen, LBG-Straßen, Plattenstraßen oder wie sie auch alle heißen. Und sind das jetzt Einzelfälle? Also mittlerweile müssen wir sagen, nein. Also wir kennen jetzt wirklich keine einzige Gemeinde oder Stadt. Das sind 419 Gemeinden. Wir können jetzt nicht für alle sprechen, aber die wirklich ein sehr gutes Bestandsverzeichnis haben, beziehungsweise die dazugehörige Übersichtskarte. Wie sowas aussieht, das ist einfach mal ein gutes Beispiel, muss man einfach mal nennen. Das ist die Stadt Dresden. Die haben es auf jeden Fall digital schon mal da. Da kann man sich informieren, welche Wege im Bestandsverzeichnis stehen. Ob die dann tatsächlich rechtlich ordentlich gewidmet sind, also in der Karteikarte tatsächlich ordentlich eingetragen sind, das kann man nicht überprüfen. Also wir gehen einfach mal davon aus, das passt. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das sind nur die ganzen grünen Wege, die zumindest im Bestandsverzeichnis stehen sollen. Und auch vielleicht so ein bisschen ausschlaggebender Punkt, warum es die Gesetzesänderung gab. 2015 gab es da ein Urteil und da ist es die Dresdner Heide. Sie sehen ja auf dem linken Bild die große rote Fläche, die ich auf der rechten Seite die roten Linien mal einfach herausgenommen habe. Sie sehen also die Dimension, der große lange grüne Weg, das ist eine Staatsstraße oder Bundesstraße. Und jetzt muss man sich einfach vorstellen, kann es sein, dass in diesem Wald, in dieser großen Wald in Dresdner Heide, dürfte vielleicht für einige von Ihnen bekannt sein, kann es wirklich sein, dass dort keine öffentlichen Wege vorhanden sind? Kann sich jeder vorstellen, ob er das mit Ja oder Nein beantworten kann. Sehe ich meinen Maus? Also selber bin ich mal kurz mit dem Fahrrad lang gefahren in dem Bereich, also da, obwohl ich Dresden jetzt nicht so weit erkenne. Man erkennt einen Wanderweg, der aber natürlich auch für die Landwirtschaft genutzt wird und für die Forstwirtschaft, der eben nicht im Bestandsverzeichnis steht. Und man sieht die Ausschilderungen für den Wanderverkehr, der ein öffentlicher Weg ist aus unserer Sicht. Abschließend will ich bloß nochmal sagen, wenn Sie sich über Wege Gedanken machen, ob der nur öffentlich ist oder nicht, stellen Sie sich einfach in der Fiktion vor, was ist, wenn es diesen einen Weg nicht geben würde. Und wenn Sie dann plötzlich so einen Kribbeln im Bauch haben und erkennen, ja, das wäre schon für die Gemeinschaft oder für den Ort oder für die Stadt also ein enormer Nachteil, na, dann könnte es wahrscheinlich ein öffentlicher Weg sein. Danke. Danke, Herr Bartschefeld, für das ins Boot holen, dass wir jetzt vielleicht alle so ein bisschen gemeinsam im Thema drin sind. Und Dresdner Heide ist so ein... Bist du jetzt noch gleich zuerst? Ach so, ja. Ach so, na gut, dann machen wir das. Die Dresdner Heide wollte ich nämlich gerade als Übergang nehmen, weil in Dresdner Heide kann man laufen, man kann zu Pferd unterwegs sein, aber man kann auch mit dem Fahrrad fahren. Und über Radwege wird ja in Großstädten gestritten, da haben wir, glaube ich, in ganz Sachsen immer mal diskutiert. Ist das auch ein Thema am ADFC, was hier gerade dran war? Ja, absolut. Jetzt, wo ich den Handschuh anhabe, kann ich tatsächlich. vielleicht fragen sich einige, was die Sache der Widmung oder fiktiven Widmung oder nicht fiktiven Widmung mit Radverkehr zu tun hat. Natürlich ist Radverkehr ein Thema, wo wir ja, also das ist ja eine Binsenweisheit, was sozusagen der Radtourismus boomt, der Alltagsverkehr nimmt stark zu. Und dann nimmt natürlich auch der Druck stark zu, irgendwie Routen zu finden, die vielleicht jetzt nicht immer nur an der großen Staatsstraße entlang führen, sondern eben vielleicht auch im Nebennetz sind oder vielleicht auch über Wege, die bislang in der
allgemeinen Wahrnehmung einfach benutzt werden konnten, die es einfach gab. Ne? Und da hat sich niemand für eine Widmung irgendwie großartig, also niemand jetzt so von aus der normalen Bevölkerung, von den Nutzerinnen und Nutzern für Widmung oder Nicht-Widmung interessiert. Das ändert sich natürlich jetzt mit dieser Novellierung des Straßengesetzes sehr stark. Tatsächlich nicht nur für den Freizeitverkehr, für Radfahren irgendwie als Ausflug oder so, wo man dann auch sagen kann, naja, dann muss man halt woanders einen Ausflug machen, sondern tatsächlich natürlich auch für den alltäglichen Radverkehr. Wir haben in Dresden ein paar Beispiele. Insgesamt kommen, also fangen wir mal anders an, es gibt in Dresden ein Radverkehrskonzept seit 3,5 Jahren. Das hat roundabout 500 Maßnahmen. Manchmal sind das ganz kleine Sachen, manchmal sind das größere Wege, Instandsetzungen oder eine Ausschilderung für den Weg oder was auch immer. Und 10% dieser Maßnahmen sind betroffen von solchen Fragen, die wir hier haben. Also das sind teilweise Wege eben durch die Dresdner Heide, wo natürlich auch Alltagsverkehr lang wird. Schön, dass wir diese Karte dran haben. Also dort oben, Sie sehen diesen roten Fleck und an der nördlichen Ecke, am rechten nördlichen Ecke und an der linken, super, genau, jetzt noch ein bisschen weiter links, noch, dort sind große Chip-Hersteller und noch ein bisschen weiter unten und rechts auch. Da fahren tausende Leute täglich mit dem Fahrrad auf Arbeit und ein Teil davon, ein erheblicher Teil, fährt nämlich auch durch die Heide einmal in so einer Südwest-Nordost-Linie, also durch den Priesnitzgrund und einmal mehr so vom Osten rüber, einmal quer durch in die andere Richtung. Und die fahren natürlich jetzt im Moment alle über Waldwege, die irgendwie nicht weiter gewidmet sind. Und das betrifft natürlich diesen Alltagsverkehr durchaus, weil dann dort mal ein paar Wochen lang Forstarbeiten stattfinden und man dann einfach um die Heide drumherum fahren soll. Also das ist natürlich schon eine Sache. Also das Betretungsrecht gibt ja für Radfahren gewisse Möglichkeiten, aber die haben natürlich auch Grenzen. Also gerade was Baumaßnahmen angeht, was die Forstarbeiten angeht. Und dann gibt es auch Wege, von denen wir wirklich auch befürchten, dass sie nach 22 wirklich auch verschwinden könnten. Also wie gesagt, Stichwort Kleingartenanlagen, da ist das Tor dann halt zu. Oder es wird umorganisiert und den Weg gibt es dann gar nicht mehr. Und das heißt, was will der ADFC? Also ich finde, das sind genau die Forderungen, die wir auch haben, ein transparentes Verfahren überhaupt erstmal hinzustellen. Also wir haben im Moment ja wirklich das Problem, das steht irgendwo im Amtsblatt unten rechts in der Ecke und wird schnell überblättert und dann ist das sozusagen, also das hat natürlich formal eine Publizität, aber praktisch, lebenspraktisch bedarf es eines Vereins wie Ihrem und unseren Aktivitäten, die sozusagen irgendwie zivilgesellschaftlicher Natur sind, und das finde ich natürlich schon problematisch, denn genau wie Sie das gesagt haben, ist natürlich die Bereitstellung, Nutzung oder sozusagen die Verfügbarmachung öffentlicher Wege und auch die Garantie, dass sowas wie ein öffentliches Wegenetz funktioniert, für alle zu Fuß, zu Pferde und natürlich auch mit dem Rad, ist eine natürlich öffentliche Aufgabe, eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Und das, muss ich schon sagen, besorgt uns schon. Also wir haben da jetzt auch vor, da an der Landesebene nochmal zu gucken, ob vielleicht mit den anderen Regierungsmehrheiten dann nochmal irgendwas zu schubsen ist, Richtung Transparenz, Richtung irgendwie einem Verfahren, was irgendwie die Betroffenen mitnimmt. Und das sind bei 10.000 Kilometer Wegen jetzt sicher nicht nur 15 Leute oder so. Ne? Aber tatsächlich sind die Hoffnungen von unserem Moment halt etwas gedämpft. Danke. Wie ist die Stimmung im Landesverband Pferdesport zum Thema öffentliche Wege? Wenn wir schon bei der Heide sind, ich hatte gesagt, da gibt es auch Reitwege, oder ihr müsst dann gerne auch nochmal den Unterschied, den wir ja in der Vorbesprechung hatten am Telefon, wir können ja die Anwesenden nicht genau wissen, der Unterschied mit den Freizeitreitern, Freizeitfahrern, Landesverband, Pferdesport, Reitwege, und ich überbrücke kurz, die schwarzen Handschuhe tragen wir natürlich aus hygienischen Gründen und nicht aus modischen Designgründen, was wir hier aussehen wie Phantomas oder so. Ja, vielen Dank. Also das stimmt tatsächlich. Das wundert wahrscheinlich die meisten, warum die Reiter zu dritt sozusagen hier sitzen oder mit zwei Verbänden. Das liegt einfach daran, dass es tatsächlich für das Thema öffentliche Wege, Reitwege und Ähnliches einfach wirklich zwei Verbände gibt.
Wir sind der Landesverband für Pferdesport, der Dachverband für die Sportart, also ein ganz klassischer Sportverband in Sachsen und betreuen damit alle Themen, unter anderem auch das Thema Ausreiten, Reitwege und so weiter. Und der Verband der Freizeitreiter und Fahrer mit dem Dachverband, also auch mit dem bundesweiten Verband, so wie wir das auch haben, über uns sitzen, und wir sind der Landesverband, sitzen quasi der Herr Schlott und die Frau Heine für den Landesverband Sachsen hier von den Freizeitreitern und Fahrern. Und die beackern, sage ich mal, wenn ich das so sagen darf, ganz originär das Thema Freizeitreiten, Ausreiten, Fahren im Gelände und so weiter. Also dort sitzt, wenn ich das jetzt mal so charmant sagen darf, die geballte Fachkompetenz für das Thema Reitrecht und auch eben das Ausfahren. Und wir decken eben mehr Themen noch ab, also ganz klassische Sportthemen, Kader, Leistungssport und so weiter und so weiter. Und deswegen treten wir bei dem Thema, was heute hier sozusagen auf der Tagesordnung steht, eben immer gemeinsam auf. Und da würde ich das auch schon mal an den Schlott probieren. Schönen guten Abend dafür hier. Sie haben es immer gehört. Es gibt in Deutschland zwei Verbände, die sich im Wesentlichen mit den Pferden befassen. Einmal den Pferdesport und einmal das Freizeitreiten oder touristische Reiten im weiteren Sinne. Die Gründung der Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland erfolgte 1973, als im damaligen Bundesgebiet das Reitgesetz geändert werden sollte und das Betretensrecht in Gefahr geriet, also sich mit dem Pferd in der Natur zu bewegen. Damals von 5 Initiatoren ins Leben gerufen, hat sich das dann in den früheren alten Bundesländern weit etabliert. Im Prinzip ist ja, wenn man das Betreten des Waldes speziell mal anführen möchte, im bundesweiten Gesetz § 14 schon geregelt, dass das Reiten und Fahren mit bespannten Fahrzeugen auf Wegen und Straßen erlaubt ist. So wie das dann halt ins Leben gerufen wurde, dieses Waldgesetz. Das Problem dabei ist, der Nachsatz, die Länder bestimmen das Nähere. Als es dann zum Beitritt der DDR an das Grundgesetz, in das Geltungsbereich des Grundgesetzes kam, war man dann auch hier in den Bundesländern vor die Problematik gestellt, ein Waldgesetz zu installieren, wobei dann jedes Bundesland halt sein Waldgesetz installiert hat, mit seinen Reitregelungen. Heißt also, sie haben 16 Bundesländer und 14 verschiedene Reitregelungen je Bundesland. Und innerhalb der Bundesländer kann das wiederum variieren, wo sie sich im Wald auf Reitwegen bewegen dürfen. Jetzt ist die Frage, was ist ein Reitweg? In Sachsen ist ein Reitweg so definiert, dass er als von der Behörde ausgewiesen und gekennzeichnet ist im Wald. Im Offenland soll es ähnlich sein, da ist ja auch mal eine Initiative in Sachsen gewesen, wo die Gemeinden Reitwege ausweisen konnten. Allerdings eben nicht im Sinne des Waldgesetzes und auch nicht im Sinne des Straßengesetzes, das waren orientierende Wegweisungen. Und da sind wir dann wieder bei den Problemen. Wie erkennen Sie draußen im Gelände, was ein Reitweg ist? Ich weiß nicht, wer von den Kommunalvertretern hier Reitwege in seinem Bestand hat, als von der Gemeinde ausgewiesene Wege bzw. markierte Wege. Ist jemand hier, der sowas hat in seinem Gemeindegebiet? Einer ist hier wohl. Ja. Und das ist das Problem, was wir eben als Freizeitreiter, die sich in der Natur erholen wollen, haben. Im Wald können Sie nicht erkennen, handelt es sich um einen Weg im Sinne des Waldgesetzes, denn im Waldgesetz des Freistaates Sachsen sind die Wege nach Waldgesetz geregelt und im Straßengesetz des Freistaates Sachsen sind die Wege nach Straßengesetz geregelt. Im Wald ist da sozusagen eine Parallelwelt, die Sie aber nicht auflösen können, wenn Sie draußen sind. Sie kommen auf einen breiten Weg in den Wald rein, kann durchaus eine bestimmte Qualität der Wegeoberfläche haben, kann auch naturbelassen sein. Sie können aber draußen nicht differenzieren. Handelt es sich jetzt um einen öffentlichen Weg oder ist das ein Wirtschaftsweg im Sinne des Waldgesetzes? Und das sind die Probleme, an die wir auch ran wollen, wo die Gemeinden im Boot sind, klarzustellen, was sind öffentliche Wege, die quasi von jedermann benutzt werden dürfen. Denn wenn es sich um Wege nach Straßengesetz handelt, die öffentlich sind, dann darf ich die auch als Reiter benutzen. Das ist vielen nicht klar und das, wie gesagt, können Sie draußen in der Natur auch nicht erkennen.
kann zu Problemen führen, muss es auch nicht. Was uns das Leben halt schwer macht. Man kommt ganz schwierig ins Gespräch, sich über diese Problematik auszutauschen. Mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst funktioniert das ganz gut. Die sind sehr kooperativ. Wenn man dann aber an private Waldbesitzer kommt, stößt man dann ganz schnell an seine Grenzen. Wobei private Waldbesitzer ja durchaus auch öffentliche Wege in ihrem Bestand haben können. Also die Reitproblematik zur Erholung ist sehr diffizil und das Problem ist halt, wenn man das als Reittourismus etablieren möchte in Sachsen, wie das ja 2006 mal auf die Agenda gehoben wurde, kann man eigentlich so nicht durchführen, wie es im Moment ist, weil man so viele Reglementierungen hat, die als Außenstehender schwierig nachzuvollziehen sind. Ein Beispiel, wenn Sie als Kutschfahrer, sage ich mal, Wege benutzen wollen, brauchen Sie die Zustimmung des Waldbesitzers. Jetzt stellen Sie sich vor, 20, 30 Waldbesitzer, die anteilig den Weg besitzen. Wie kriegen Sie das raus, wer den Weg besitzt? Datenschutz? Gehen Sie zur Behörde und fragen, wer ist der Waldbesitzer? Ich weiß nicht, wie viel ich da Antwort kriegen würde. Aus diesem Grund schon schwierig zu regeln. Die Ausweisung der Reitwege durch die Behörden, durch die unteren Forstbehörden, sie haben als Reiter keinen Rechtsanspruch auf die Ausweisung eines bestimmten Weges, sie haben auch keinen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Wegeoberfläche, das nächste Problem. Reiter bevorzugen in der Regel naturbelassene Wegeoberflächen. Pferde sind geländegängig, weiß man bekanntlich. Die Frage ist halt aber, was passiert, wenn sie einen geschotterten Weg bekommen? Sollte eigentlich nicht sein, denn die Gesundheit von Pferd und Reiter ist auch zu gewährleisten, wenn sie Reitwege ausweisen. Die sind dann bindend für die Reiter. Sie haben dann im weiteren Moment, wenn sie nach Waldbesitz Reitwege ausgewiesen haben, keine Alternativen, die sie regulär bereiten durften. Heißt also, wenn sie kein flächendes Netz haben, können sie sich flächendeckend nicht bewegen dort. Für den Reittourismus ist es ungünstig. Ja, ich will Sie jetzt aber erstmal nicht zutexten. Sie haben sicherlich Ihre eigenen Erfahrungen und wir sind interessiert an einem Gedankenaustausch von Ihrer Seite, wo Sie Probleme sehen, auf die wir gemeinsam hinarbeiten können, die zu lösen. Ich würde das vielleicht mal ganz kurz noch um ein paar Zahlen ergänzen. Vielleicht ganz interessante Sachen. Und zwar, wir haben ja jetzt eine Befragung gemacht und wir sind mit unserem Landwirtschaftsministerium ja auch beide Verbände sehr eng in Kontakt. Und haben da auch mal eine Befragung gemacht zum Thema Pferd in Sachsen generell. Also wie steht das Pferd da und mögen die Sachsen das Pferd? Und da sind auch ein paar Zahlen sozusagen erhoben worden in Bezug auf das Thema regelmäßiges Reiten. Und wir haben eine Zahl von 160.000 Sachsen, die gelegentlich reiten. 160.000, das ist schon eine ganze Menge, die grundsätzlich sagen, okay, ich habe schon mal auf dem Pferd gesessen oder reite gelegentlich. Und von diesen 160.000 sind 60.000, die das häufiger betreiben. Also auch wenn wir Verbände jetzt vielleicht im organisierten Bereich nicht ganz so viel mitbringen wie die 60.000, die das regelmäßig machen. Und das regelmäßig war hier definiert mit mindestens viermal die Woche. Das ist also schon regelmäßig. Würde ich jetzt vielleicht mit einem Fahrradfahrer, vielleicht nicht der zur Arbeit fährt, aber zumindest hobbymäßig mit einem Rennrad unterwegs ist, da durchaus vergleichen. Also das vielleicht als Zahlen, die da doch ganz interessant sind. Und 2 Millionen Sachsen haben angegeben, das ist ungefähr die Hälfte, dass die sich für Angebote rund um das Thema Pferd interessieren. Also die Lobby, die wir mitbringen im organisierten Bereich, ist jetzt vielleicht nicht so die große Zahl. Da können wir vielleicht auch nicht mit den privaten Waldbesitzern mithalten, mit denen wir da ja auch in der Diskussion stehen zum Thema Waldweg, wie der Herr Schlott das jetzt schon ausgeführt hat. Aber die Freunde des Pferdes, die wir sozusagen da sicherlich auch bei dem Thema hinter uns haben, die ist nicht so klein, dass nicht gehört werden sollte. Vielen Dank. Jetzt habe ich gleich eine Frage an den Fachverband Fußverkehr oder Fuß-EV. Seid ihr dann die Lobby für alle Fußgänger in Sachsen? Was ist vielleicht 2, 3 Worte zu eurer Arbeit und natürlich auch gerne zu dem Thema, worum wir heute. Genau, wir sind die Lobby für alle FußgängerInnen in Sachsen und bundesweit, also der Fuß-EV, namentlich der Fachverband für Fußverkehr, und wir kümmern uns um einen attraktiveren Fußverkehr im urbanen Raum, in Städten, aber natürlich auch im ländlichen Raum. Jetzt habe ich vor Schreck deine zweite Frage vergessen. Naja, also die Frage ist ja, ob ihr auch so viele Mitglieder vertreten könnt, wie 160.000 ReiterInnen in ganz Sachsen.
aber der Hauptschwerpunkt liegt auf das Thema Öffentlichkeit, Straßen. Wir sind hier, glaube ich, der kleinste Verein am Tisch, das muss ich zugeben, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir eigentlich alle Menschen vertreten, die in irgendeiner Art und Weise zu Fuß gehen, und das sind ja eigentlich alle, also niemand geht nicht zu Fuß, außer natürlich, man kann nicht mehr zu Fuß gehen, aber wir sind wirklich ein ganz kleiner Verein bundesweit. Ich komme jetzt aus der Ortsgruppe Dresden, von daher kenne ich die Heide ja zum Beispiel auch sehr gut und kann verraten, dass es da sehr, sehr viele Wege gibt, die hier gerade nicht eingezeichnet sind in den Bestandsverzeichneten, und das ist auch das, was uns natürlich eine Sorge bereitet. Also dass zum Beispiel im städtischen Raum es extrem viele Schleichwege, Abkürzungen in jeglicher Form gibt, über Innenhöfe, in Wohnvierteln, die nicht in Bestandsverzeichnissen aufgenommen sind und die natürlich dann einfach privatisiert werden können. Da steht dann einfach ein Zaun, kann bebaut werden. Das bedeutet, dass es auf einmal enorme Umwege geben könnte für FußgängerInnen. Und der Fußverkehr ist extrem sensibel. Also wenn auf einmal so ein Weg wegfällt, bedeutet das für die Menschen, die zu Fuß gehen, halt natürlich sehr viel. Das gleiche im ländlichen Raum, das haben Sie auch gesagt, dass ab Ortslage auf einmal die Wege gar nicht mehr eingezeichnet sind. Und das sind ja gerade diese Wege, was weiß ich, vom Ortsrand bis zu einem Teich oder zu einem nächsten Ort oder zu einem, weiß ich nicht, anderen Ausflugszielen für Wanderer und so weiter. Wenn das auf einmal alles wegfällt, bedeutet das natürlich für die AnwohnerInnen vor Ort sehr viel, beziehungsweise auch für Wanderer, für alle möglichen Menschen, die diese Wege halt nutzen. Und von daher sind wir dafür, dass man erstmal alle Wege, dass man da ein berechtigtes öffentliches Interesse auch anmeldet und sichert und auch Fußverkehrsfreundlichkeit checkt und dann weitersieht. Danke, Herr Schlott hat es angesprochen, dass wir gerne auch in so einen Austausch kommen. Und bevor ich gleich das erste Mal die Runde für Sie gerne eröffne, dass Sie Nachfragen, Fragen an unsere Gäste hier richten können. Herr Menkes, LPG gibt es nicht mehr, aber LPG-Straße taucht immer mal wieder als Alltagsbegriff auf. Herr Patschefeld hat der LPG-Straße genannt oder auch Kappstraßen. Sie als landwirtschaftlicher Sachverständiger, berührt Sie dieses Thema? Haben Sie damit zu tun, auch mit dem, was jetzt gerade hier gesagt wurde? Ja, die Landwirte kommen ja aus einer ganz anderen Ebene. Für die Landwirte ist der Weg ein Mittel zur Arbeit, um die Flächen zu erreichen. Und wir haben ja in den neuen Ländern speziell seit 1990 eigentlich nur noch ein Kernwegenetz. Wenn Sie sich die alten Flurkarten ansehen, dann sehen Sie, dass früher viel dichtere Wege da sind. Ich bin ja ein Weltenbummler, ich habe ja noch einen Bürositz in Bayern. Wir haben ein deutlich größeres Wirtschaftswegenetz in den Feldfluren, als es in den neuen Bundesländern der Fall ist. Wir reden hier eh schon von einem Kernwegenetz, das noch übrig ist. Und das ist teilweise auch in einem relativ schlechten Zustand. Und jetzt kommt die Situation dazu, dass wir ja auch in der Landwirtschaft nicht immer nur befreundete Nachbarn haben. Wir haben ja auch konkurrierende landwirtschaftliche Betriebe. Und wie es der Teufel will, hat der Kollege A. Sein Feld neben dem des benachbarten Großbetriebes. Und den wollte er schon lange mal ärgern. Der Fall ist ja nicht unbekannt. Den betrifft uns ja immer regelmäßig. Da gibt es dann auch die schönen Gutachtenfragen. Wer kann was, wie, wo. Und hier ist genau das Problem, dass ich damals im Mai, wie ich diese, vorsichtige Initiative zu dem ganzen Thema ins Rollen gebracht habe, gesehen habe, es wird spannend. Und ich kann nicht erkennen, warum das Land Sachsen sich zu dieser Initiative durchgerungen hat. Denn auch in Bayern zum Beispiel gibt es diese zwangsöffentlich gewidmeten Wege, die über verschiedene Eigentümer laufen, aber die von eben allen Anliegern benötigt werden. Und da hat sich auch der Freistaat Bayern in einem Ministerialerlass vor vielen Jahren schon dazu bereit erklärt, zu sagen, diese Wege, die von verschiedensten Eigentümern zu nutzen sind, sind nun mal Kernaufgabe der Gebietskörperschaft und sind von ihr verkehrstechnisch zu bewirtschaften. Stichwort Verkehrssicherungspflicht als ein Portal. Das ist ja das Kernproblem, wenn diese Wege irgendwann mal privat werden. Es fällt die Verkehrssicherungspflicht weg und wir leben ja in einer Gesellschaft der Versicherungsmentalität, wo jeder glaubt,
wenn er über irgendein Schlagloch stolpert, ist derjenige Schuld, der das Schlagloch dort auf seinem Grund akzeptiert hat. Das sind also Fragen, die hier die Landwirtschaft berühren. Die Landwirtschaft ist darüber hinaus ein riesen Speditionsunternehmen heutzutage. Wir fahren heute nicht mehr mit 20 PS-Maschinen oder mit Famulus-Traktoren. Wir fahren mit 500 PS-Maschinen, die 60 km/h laufen. Wir haben hinten dran teilweise bis zu 30, 35 Tonnen Ladung hängen. Wir fahren mit Mähdreschern, die 3,60 Meter breit sein dürfen. Und nun stellen sich das alles vor auf einem Weg, der möglicherweise ab morgen privat ist. Das wird ein interessantes Spiel werden. Ich habe jetzt meine Vorredner gehört. Wir sind ja hier auch nicht immer einer Meinung, denn Landwirtschaft und Freizeitverkehr korrespondiert manchmal nicht so richtig miteinander. Wenn es zum Treffen kommt und Sie kennen diesen Fall, Sie fahren mit Ihrem Fahrrad über den Weg und das Gewitter hängt am Himmel und die Landwirte werden nervös. Dann fährt er eben mal nicht ganz vorsichtig, sondern relativ schnell an ihnen vorbei und schon ist das Ärgernis da. Also das sind alles so Spannungsfelder, um die es hier geht und die werden jetzt noch um einen Punkt erweitert, nämlich die Frage, wie geht es denn mit dem oder jenem Weg weiter, der möglicherweise eben bis heute nicht gewidmet ist oder in Zukunft aus der zwangsöffentlichen Widmung des 53 Sächsischen Straßengesetzes rausfällt. Das sind die Beweggründe, die da im Raum stehen und über die wir diskutieren müssen, wie wir mit denen weiterhin umgehen. Danke. Jetzt würde ich zur ersten großen Fragerunde für Sie eröffnen, wenn Sie schon Fragen mitgebracht haben, zu gesagten Fragen haben, Nachfragen haben. Hauen Sie los. Hand hoch. Wer will zuerst?